Willkommen zu einer neuen So geht das Folge, und zwar einer DIY-Folge. Denn vor kurzem am 10. April ist das Final Fantasy VII Remake für die PlayStation 4 erschienen. Und ich liebe es zu zocken, und zur Feier des Tages mache ich mir jetzt mein eigenes Fanshirt selber. Und zwar zu Hause, denn in diesen Zeiten kann man sich schlecht irgendwo eins kaufen. Und ich schaue mir die dann doch immer vorher gerne an. Und deswegen mache ich mir heute mein eigenes Cloud-T-Shirt selber. Und alles, was ihr dafür braucht, seht ihr hier schon auf meinem Tisch. Ihr braucht erstmal eine Silhouette bzw. ein Bild von einem Charakter oder was auch immer ihr auf euer T-Shirt machen wollt, was ihr dann später ausschneiden werdet, also braucht ihr eine Schere. Dann ein dunkles T-Shirt, ich habe ein schwarzes Shirt, irgendwas, was dreckig werden kann zum Drunterlegen, ich habe jetzt hier ein Küchentuch. Und dann braucht ihr Bleichmittel in so einer Sprühflasche, das habe ich hier auch schon reingefüllt. Und ein bisschen Haarspray zum Fixieren von eurem Bild. Und das ist auch schon alles, was ihr für euer selbstgemachtes Fanshirt braucht. Und ich lege mal direkt los. Ich starte damit, meinen Cloud auszuschneiden. Ich habe mir den ausgesucht, weil er so eine signifikante Figur hat. Frisur, nicht Figur, ist aber auch eine signifikante Figur. Aber es geht um die Frisur. Und man den, finde ich, auch sehr gut erkennt, wenn man nur die Silhouette von dem sieht. Und ich schneide mir jetzt hier die Figur quasi einmal aus, also das Schwarze. Und dafür schneide ich erstmal die Haare aus. Und ich würde fast sagen, das könnte man im Zeitraffer zeigen. Okay, ich habe jetzt ein bisschen was geschnitten. Ich habe mir jetzt auch eine Nagelschere genommen, mit der war das um einiges leichter, weil hier sind ja auch solche Stellen, wo ich nicht von außen etwas so dran schneiden kann. Und ich habe jetzt hier Mund und Nase noch. Die sind nicht verbunden mit irgendwas anderem vom Gesicht. Die werde ich gleich noch da so extra drauflegen. Ich habe das hier extra so unten gelassen, damit ich genau weiß, wo das hinkommt. Aber bevor ich jetzt das Ganze auf mein T-Shirt lege, muss ich mein T-Shirt erstmal präparieren. Und ich habe jetzt hier ein schwarzes T-Shirt genommen, weil man eben mit der Bleiche das Ganze natürlich heller macht. Ein weißes T-Shirt würde nicht funktionieren. Es wird aber ein dunkelgrün, dunkelrot oder dunkelblau auch genauso gut funktionieren. Und ich lege jetzt in das T-Shirt dieses Handtuch rein. Es liegt einfach daran, dass das Bleichmittel natürlich flüssig ist. Und es kann sein, dass es so viel auf der Vorderseite ist, dass es quasi bis zur Rückseite wieder durchgeht. Und ich möchte hinten keine Flecken haben. Dementsprechend ziehe ich jetzt einfach hier in das T-Shirt rein, das Tuch, sodass ich quasi noch eine Schutzbarriere habe. So, ein bisschen ganz streichen. So, und dafür lege ich das Ganze jetzt hier drauf. Ihr könnt euch natürlich jetzt entscheiden, in welche Richtung das Ganze sein soll. Ihr könnt es auch andersrum drehen, das würde keinen Unterschied machen. So kann man aber schon mal ganz gut sehen, wie das Ergebnis vielleicht aussehen würde. So nur halt andersrum. Also das, was wir jetzt hier drauflegen, bleibt schwarz, und alles, was wir darum dann gleich einsprühen werden, das wird dann heller. Es kommt immer darauf an, aus welchem Stoff bzw. wie euer T-Shirt gefärbt wurde. Dementsprechend verfärbt sich das. Meistens wird es bei einem schwarzen T-Shirt so orange. Finde ich aber ganz cool. So, ich lasse es aber so rum. Mir gefällt das so rum gut. Also mir gefällt das so rum sogar besser. Und damit das Ganze hier gut hält, nehme ich ein bisschen Haarspray und sprühe das Motiv von der Seite damit ein. Das ist quasi wie ein Sprühkleber, und das lege ich jetzt so rum auf mein T-Shirt, und dann hält das um einiges besser und ist auch nicht mehr ganz so wellig. Und jetzt nehme ich mir hier Mund und Nase, und das wird jetzt sehr knifflig. Das muss ich ordentlich einsprühen, denn sonst hält das nicht gut. Und jetzt lege ich den Mund an die Stelle, an der er eigentlich auch gelegen hätte, sodass das Ganze auf jeden Fall seinen Charakter behält. Da sprühe ich jetzt auch ein bisschen Taff drauf. Klebt mehr an mir als an dem Shirt, die Sau. So, den Mund lasse ich, die Nase spare ich mir, dieses kleine Fitzel, das ist mir da relativ wurscht. Jetzt checke ich nochmal, ob ich das auch wirklich richtig platziert habe. Und wenn ich zufrieden bin mit dem, wie alles liegt, dann kann ich anfangen, das Ganze zu besprühen. Und dafür habe ich mir, wie gesagt, Bleichmittel hier reingesprüht bzw. reingefüllt. Das ist ganz normales Bleichmittel. Das heißt manchmal auch dann Chlorid. Wichtig ist einfach, dass da Chlor drin ist, denn das ist das, was quasi bleicht. Und ihr könnt euch dazu auch Handschuhe anziehen, wenn ihr euch aber sicher seid, dass ihr euch nicht an die Finger sprüht, dann müsst ihr das jetzt nicht mit Handschuhen machen. Passt einfach nur auf, dass es nichts von eurer Haut berührt, und falls es was berührt, einfach die Hände direkt waschen. Es ist nicht so, dass ihr dann weggeätzt werdet. So schlimm ist es auch nicht, sonst dürfen wir es gar nicht verkaufen. So, also ich fange jetzt an, ein bisschen zu sprühen, weil es noch ein bisschen abstimmt, weil ich stehe auch auf diesen Sprenkler-Effekt. Also mein Plan ist es jetzt, das Gesicht relativ voll zu sprühen und außenrum halt so ein bisschen mehr Sprenkel zu haben, sodass es dann so ein bisschen überfadet in das Schwarz. Also fange ich jetzt erstmal beim Gesicht an.
da kann ich relativ viel sprühen und ansonsten sprühe ich jetzt hier mal so ein bisschen die Silhouette ein. Riecht auch richtig schön nach Schwimmbad. Wichtig ist mir halt, dass an den Ecken vom Bild auf jeden Fall genug Flüssigkeit, sag ich mal, drankommt, sodass quasi das Muster, seine Haare und auch der Körper klar erkennbar sind. Jetzt müssen wir einfach nur warten. Das ist jetzt der langweiligste Part, sage ich mal, vom DIY. Denn jetzt müssen wir einfach warten darauf, dass sich das Chlor entwickelt und es hier genug Helligkeit entsteht. Und wenn das entstanden ist, dann müssen wir das Ganze nur noch einmal auswaschen. Wir haben 5 Minuten gewartet und hier riecht es jetzt wirklich wie im Schwimmbad. Und jetzt nehme ich mal die Schablone ab. Das ist im Moment der Wahrheit, ob auch wirklich alles funktioniert hat. Der Mund ist nicht so ganz durchgegangen, der war ein bisschen zu dünn, aber man sieht, man erkennt ihn, finde ich, doch schon sehr, sehr gut. Also ich finde, es ist ziemlich geil geworden. Jetzt muss man das Ganze nur noch einmal auswaschen und dann kann man das Ganze mal tragen, ganz normal waschen, alles wie vorher. Ja, das ist super easy. Falls ihr das nicht machen wollt, weil es euch ein bisschen zu gefährlich ist, ich meine, es ist ja immerhin Bleichmittel, dann... Achtung, Sicherheitskeller. Könnt ihr euch auch euer Bild, das ist jetzt nicht, das ist jetzt quasi das Bild, wie es war, bevor ich es so in diese Schwarz-Weiß-Optik gebracht habe, könnt ihr euch das Bild auch einfach auf eine Transferfolie drucken. Transferfolie kann man sich online bestellen oder so. Das Ganze muss man dann nur noch bügeln. Das heißt, man könnte dieses Motiv komplett aufbügeln. Ist aber dann schlauer, das auf ein weißes T-Shirt zu bügeln, weil alles, was weiß ist, auch hier dann quasi weiß aufgebügelt wird. Finde ich auch ganz geil, aber das hier hat natürlich so ein bisschen mehr used, self-made Look. Gefällt mir sehr, sehr gut. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch Zocker seid und wenn, was euer Lieblingsspiel ist. Und falls ihr Final Fantasy VII Remake haben wollt, schaut doch einfach mal unten im Link vorbei. Ja, und ansonsten werde ich das jetzt waschen und dann werde ich das auf jeden Fall mal anziehen. Ich finde das ziemlich cool. Ich finde das wirklich ziemlich cool. Das ist mega cool geworden. Wow.